Ja, doch. Natürlich humpelt jetzt unsere Brick of War ein bisschen hinterher. Aber das soll uns gar nicht stören. Wir wollen jetzt erstmal hier nach Grand Bahama. Da können wir wahrscheinlich auch nicht viel verkaufen, wenn sie uns überhaupt reinlassen. Wir haben jetzt auch schon das ein oder andere Schiffchen versenkt. So, und ich merke gerade, wir müssen jetzt doch wieder um die Insel rumfahren. Oh. Hoffentlich werden meine Piraten da nicht langsam hibbelig. Die sind ja normalerweise eigentlich ja, ganz lieb. Und es wird ja immer so gesagt, oh, eine Kosmobark, ja, die nehmen wir mit. Wollte ich bloß mal erwähnen. Es wird ja immer so gesagt, die Piraten seien so ein ungeordneter Haufen gewesen und immer ganz böse und haben sich alle nicht gemocht auf dem Schiff und Mord und Totschlag und jeder durfte machen, was er wollte. Ist natürlich so nicht richtig. Im Gegenteil, die Piraten waren ein ganz organisiertes Völkchen. Auch wenn das Ganze natürlich mehr oder weniger illegal war, was sie da gemacht haben, haben die so richtig vorher, bevor sie auf Kaperfahrt gegangen sind, einen Vertrag unterschrieben. Manchmal sogar mit dem eigenen Blut. Haben die einen Vertrag unterschrieben und mussten sich dann praktisch dem Kapitän zur Verfügung stellen. Und der Kapitän, muss ja mal gesagt werden, war auf Piratenschiffen natürlich immer der oberste Überboss. Und da ist er! Blackbeard, komm her, alter Hotte. Ich will dich haben. Yeah! Jetzt wechseln wir mal kurz unser Flaggschiff aus. Die Brick of War soll es sein. Ja, der Captain war natürlich immer der Oberking. Und die Piraten sollten sich untereinander verstehen. Und wenn das nicht geklappt hat, dann gab es drakonische Strafen. Also ich habe mal gelesen, wenn man auch zum Beispiel auf der Wache eingeschlafen ist, nachts, wenn man Wache hatte und man ist eingeschlafen und man wurde dabei entdeckt, dann bedeutete dies nichts Geringeres als das Todesurteil. Denn Wache halten war ziemlich wichtig. Denn man musste ja nach Schiffen Ausschau halten, so wie wir hier. Wir haben nach Blackbeard Ausschau gehalten und, ui, der hat hier 30 Kanonen, 194 Männer. Das wird ein ordentliches Stückchen Arbeit, lieber Blackbeard. Wir können natürlich, also am einfachsten ist es natürlich, wie gesagt, ihn hier mit Hilfe unserer ba Kanonenbatterien auszuschalten. So, denn. Und oder hier mit unseren. Haha, genau. Blackbeard. Da siehst du mal, wie das so ist, wenn man hier die ganze Zeit bedingst wird, beschossen wird. Du hast ja gar keine Ahnung. Blackbeard. So, und erstmal ein bisschen Grapeshot, damit das mal ein bisschen weniger Leute werden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass er hier so. Ups, 148, 142. Ah! Und jetzt haben sie was gegen uns. Und wer gewinnt das Battle? Gute Frage. Jetzt müssen wir doch wieder kämpfen. Ah, das war knapp. Also hätte er uns da noch eine Breitseite reingeknallt. Oh, und Blackbeard. Ja. Komm her, Blackbeard. Du böser Pirat. Yakinator der Weise wird dich töten. Und diesmal werden wir nur reagieren. Haha. Und warten, bis er zu seinen komischen Dingern ausholt. Dann kriegen wir auch keinen Heiligenschein über den Kopf. Und können ihn hier ganz locker von den Socken holen. Ah, verdammt. So, jetzt aber. Nur reagieren, Yakinator. Ja, genau. Und noch einer. Komm, Yakinator. Kannst doch nicht Blackbeard. Jawoll! Ja. Du hast zwar ein tolles Schiff, aber kämpfen kannst du anscheinend auch nicht. Und da sind die Lunden im Haar. Und boom! Jawoll! Natürlich jetzt alles gelöscht. Es gibt keine Feuergefahr mehr vom gefürchteten Piraten der Karibik aus. Und wir haben sogar einen erfahrenen Segelmacher hier gefangen genommen. Der kann uns immer helfen, unsere Segel zu reparieren, während wir auf See sind. Das heißt, wir haben jetzt einen Carpenter, also einen Zimmermann und einen Segelmacher. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr in die Häfen fahren, um irgendwas zu reparieren. Jetzt bräuchte man bloß noch irgendwie ein Tischlein deck dich und einen Esel, der Goldstücke scheißt. Aber später vielleicht. So, und schauet. Und genießet. Ah, allein schon dieses Münzenklimpern, das macht hier richtig süchtig. Und da kann ich inzwischen mal ganz gemütlich meinen Schluck rumtrinken, den ich hier noch vor mir habe. Bin ich heute noch gar nicht dazu gekommen. Ist ja auch erst so um 10 oder so, keine Ahnung. Ah, lecker, lecker, lecker.
Ah, da beginnt der Tag doch gleich wieder viel besser. Na, keine Angst, ich muss nicht arbeiten gehen oder sowas. Nö, nö. Ich hab einfach frei, denn heute ist Sonntag. Und draußen scheint die Sonne und drinnen scheint nicht die Sonne. Drinnen sitzt der Yakinato vor seinem schummrigen Monitor und quatscht Blödsinn. So, und das ganze Zeug hier nehmen wir mit. Fregatte nehmen wir mit und das nehmen wir alles mit und yeah. Und der zweitschlechteste Pirat der Welt wurde von mir besiegt. Woohoo! Und ein Truppentransporter. Na, sowas. Ja, ja. So, jetzt sind wir leider ein bisschen gehandicapt, weil wir haben einfach zu wenig Leute, um uns um 4 Schiffe hier zu kümmern. Deswegen wieder ab zum Fortress, zum Piratenhafen, wo wir gleich mal erstmal alles reparieren werden. Mhm. Die Sprite, die MS Uschi und die Adventure Prize. Oh, das kostet ja alles ganz schön viel Geld. Aber ist nicht so schlimm. Und wir haben einfach viel zu viel Zeugs mit. Deswegen machen wir es mal auf dem anderen Weg. Wir gehen in die Taverne, holen uns hier einfach Leute, Leute, Leute. Nee, das will ich nicht wissen, wie es in Puerto Principe war. So, und Baron Raimondos Schiff wurde mit Kupferplatten ausgebessert. Ui, und jetzt hat er hier alles, was es so gibt. Alle Upgrades. Hat jetzt Baron Raimondo, aber ihm wenden wir uns eh noch nicht zu. Das wird noch ein kleines Weilchen dauern. So, und jetzt ist natürlich unser Fleet Speed nicht mehr reduziert. Jetzt sind wir wieder ganz vernünftig unterwegs. Und werden uns gleich mal in die nächste Stadt begeben. Denn wir haben wirklich viel an Zeugs, was wir wirklich noch verkaufen können. Diese ganzen Luxusgüter. Das soll ja nicht irgendwie verloren gehen. Nee, nee. Und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit unserer Brick of War und der Fregatte. Denn die Fregatte ist natürlich... Also, ja, die Fregatte, die ist eigentlich ein bisschen größer und hat mehr Kanonen und vielleicht noch ein kleines bisschen besser als die Brick of War. Aber ich finde, ich nehme eigentlich immer die Brick of War, weil die ist schön wendig im Verhältnis und auch relativ schnell. Und mit der lässt sich's gut segeln. Viel besser als mit dieser ollen Fregatte. So sieht's aus. So, jetzt natürlich erstmal wieder in die Taverne rein. 59 Leute wollen sich uns anschließen. Ui, wenn das nicht mal zu irgendwelchen Streitigkeiten führt. Und Henry Morgan. Ah, südöstlich von Puerto Principe. Okay. Südöstlich. Wo ist denn Puerto Principe eigentlich? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Aha. Die Spanier haben immer noch 3000 Goldstücke auf meinen Kopf ausgesetzt. Und in Eleuthera kann ich die ganzen Luxusgüter verkloppen. Kann ich natürlich theoretisch hier auch schon machen. So, erstmal wieder alles repariert. Ich weiß auch gar nicht, haben wir das nicht eben schon repariert? Sind wir durch einen Sturm gefahren oder sowas? Naja, egal. Jetzt werden wir erstmal hier... Oh, die sind ja wirklich arm. Das ist ja nischt. So, von den Kanonen brauchen wir nur 40, 32 für meine Brick of War und 8 Stück ja, als Reserve. Auch davon brauchen wir jetzt nicht so viel, denke ich mal. Ja, 12 Monate reicht eigentlich immer aus, um durch die ganze Karibik zu kommen. Danach muss man dann wieder ein bisschen auffüllen, aber man hat ja unterwegs auch noch sehr viele Gelegenheiten in den ganzen Piratennestern oder irgendwie... bei befreundeten Nationen oder in den kleinen Dörfchen, die da überall an der Küste sind. So, und jetzt gucken wir mal, können wir schon was verkaufen an Schiffen? Ja, die Sprite zum Beispiel, die können wir verkaufen. Und die MS Uschi, die darf uns noch ein kleines bisschen weiter begleiten. Ja, und es ist zwar nicht mehr unser Flaggschiff, direkt... Aber wir werden der Adventure Prize oder Adventure Galley wahrscheinlich erstmal. Die darf erstmal weiter so heißen. Und die kriegt dann später einen neuen Namen. Wenn wir die MS Uschi verkaufen. So, dann haben wir hier Nassau. Mensch, die sind ja alle arm. Das ist aber schade. Und da oben ist ein Pirat. Ah, nee, ist bloß ein normaler Pirat. Ein Billigpirat, sag ich mal. Und wir gehen hier mal richtig rein. Und gleich mal zum Händler wieder.
Ach, und auch der kann uns hier nicht großartig was abnehmen. Naja gut, die Hälfte von unseren Luxusgütern werden wir bei ihm los. Aber mehr auch nicht. Und dann ist schon wieder Ende Gelände. Was machen wir denn da? Ach, wisst ihr was? So viel bringt das jetzt auch nicht. Ach, es geht auch schon. Super. MS Uschi, du warst ein treues Schiff. Dankeschön. Nochmal in die Taverne reingeguckt hier. Jetzt haben wir nochmal 68. Oh, und ein Lockpicking-Kit. Falls wir mal gefangen genommen werden, können wir hiermit locker die Tür aufmachen. Es kostet auch nur 1200. Ich glaube, das leisten wir uns mal. I'll take it. So, und mal zum Gouverneur rüber. Ich denke, da könnte auch was Schönes auf uns warten. Zum Beispiel eine kleine Beförderung. Ja, so, Yakinato der Weise, komm herein. Wie du weißt, sind wir im Krieg mit den Franzosen und mit den Holländern. Jawohl. Und ich habe den Captain Blackbeard kaputt gemacht. Und ich habe eine Piratenfregatte erbeutet. Und der König wird zufrieden sein. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir gleich befördert werden. Jawohl. Wir sind jetzt Major. Major Yakinator, auch bei den Engländern. Ah, ist das schön. Und jetzt werden Schiffsreparaturen auch immer billiger in den englischen Häfen sein. Und 650 Hektar Land. Und tschüss. Ja, also die Gouverneurstochter haben wir jetzt nicht zu Gesicht bekommen. Okay, da bin ich auch erstmal froh, weil tanzen, ja, macht zwar ein kleines bisschen Spaß, aber ist auch mal so, oh, ist halt auch ein bisschen Arbeit, ne? So, ab nach Eluutera. Ich hoffe, da können wir jetzt mal unsere restlichen Luxusgüter loswerden. Und dann machen wir das, was wir schon immer mal machen wollten. Wir werden der Adventure Galley einen neuen Namen geben, nämlich MS, ihr ahnt es, Uschi, aber bitte mit kleinem S. Wir wollen ja hier nicht so marktschreierisch zu Werke gehen. Und die MS Uschi und die Adventure Prize segelt hier. Ja, die ist ja so im Anhang, ne? Ist auch ein schönes Schiff. Mal sehen, was daraus noch wird. Das Tolle ist, wenn wir jetzt gefangen genommen werden oder mal so eine Seeschlacht verlieren, dann haben wir gleich noch unsere Fregatte, auf der wir ruhig segeln können. So, ein englischer Schmuggler. Och, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir wollen ja erstmal noch nach Eluutera und wollen nicht, dass die uns dann praktisch erstmal hier nicht reinlassen. Nur weil wir da so ein englisches Schiffchen kaputt gemacht haben. Das wäre nicht gut. So, jetzt hier zum Händler. Oh ja, und der hat wirklich viel. Ja. Der hat wirklich viel Zeugs. Und wir müssen mal wieder Lebensmittel auftanken. Lebensmittel auftanken. Ah. Aha. Und wir sind immer noch nicht alle unsere Sachen los. Ah. So, hier gibt es auch nichts Neues. Hier gibt es nur Kupferplatten. Neue Leute brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ja, schön. Also. Ah, geheimnisvoller Mann in der Ecke. Sagt uns, wir brauchen Tanzstiefel, die bietet er uns an. Und wir schlagen zu für 1200, ein echtes Schnäppchen. Da wird alles ein bisschen einfacher mit dem Tanzen. So, und irgendein ekliger Kapitän der Wachmannschaft hier belästigt die junge Frau. Guckt mal, die guckt auch schon ganz, naja, angepisst, sage ich mal. Und da muss Yakinato jetzt mal wieder einspringen, Yakinato der Weise. Und ja. Ich werde dir einige Manieren beibringen, du Knilch. Denkst du, du bist hier wer? Ich bin Major, du bist nur Captain. Also, da werde ich aber nochmal mit dem Gouverneur sprechen. Ich denke mal, du wirst dann nach Australien verbannt. Da kenne ich gar nichts. Also, wenn es das damals schon gab, Australien. Wenn das damals schon entdeckt wurde, wer weiß. Jetzt aber erstmal hier kümmern wir uns um den neuen Captain. Mit seinem kleinen Rapier. Oh, und der kann auch springen. Und immer wenn ich diesen Special Move mache, dann scheint Yakinator hier wirklich irgendwie Probleme zu kriegen. Dann fange ich mir immer einen ein hier. Deswegen lassen wir das mit den Special Moves. Ja, seht ihr, was ich meine? Der weiß immer schon, bevor ich die Taste gedrückt habe, was ich mache. Ah, jetzt nicht.
Haha! Und jetzt gibt's endlich mal ein Lächeln hier von der bezaubernden Schönheit mit den wenigen Zähnen. Und mehr Leute wollen jetzt bei mir mitmachen hier. Aber wir haben schon 230 und da sage ich mal, Nini, ihr macht mir sonst meine Crew-Moral kaputt und das soll es ja auch nicht sein. So, waren wir eigentlich schon bei ihm hier? Ja, ich bin auf dem Weg, Colonel zu werden, hat er mir gerade gesagt. Oh, und die, naja, nicht so ansprechende Gouverneurstochter kommt herein und lädt mich einfach mal zum großen Ball ein, der heute Abend ist. Ja,